Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde und Mitstreiter der Atlas-Initiative. Wir melden uns heute zurück und zwar mit Dr. Markus Krall. Herzliche Grüße und vielen Dank nach Frankfurt. Grüße aus Frankfurt. Hallöchen. So, heute geht es wieder um unser Lieblingsthema. Es geht um die Zentralbanken und da fangen wir mal an bei der amerikanischen Notenbank Fed. Allerdings der kleine Schlenker, den man gerne mal nennen kann. Die Zentralbanken waren ja schon da, als wir auf die Welt kamen. Von daher meinen wir, die Existenz wäre vollkommen normal und eigentlich müsste man das nicht hinterfragen, aber genau das sollte man tun. Wir sehen es bei der amerikanischen Notenbank, die wurde 1913 gegründet. Es gab allerdings auch Vorläufer. Wie ist denn Ihre Meinung insgesamt zu den Notenbanken und vor allen Dingen auch damals, wie die amerikanische Notenbank Fed entstanden ist und ja, mehr oder weniger auch private Anteilseigner hat? Das lässt ja schon aufhorchen, oder wie sehen Sie das? Ja, es gibt da zwei Aspekte. Das eine ist die Frage einer Notenbank, die ein Geldschöpfungsmonopol hat, ein Zentralbank-Geldschöpfungsmonopol. Dieses Zentralbank-Geldschöpfungsmonopol halte ich persönlich für das eigentliche Problem, nicht die Tatsache, dass es auch da private Anteilseigner gibt, weil die private Anteilseignerschaft an diesen Institutionen kann man zumindest teilweise, nicht komplett, aber teilweise als historisches Relikt bezeichnen. Es ist so, dass die amerikanische Notenbank zwar durch private Initiative gegründet worden ist, aber dass sie dann im Zuge verschiedener Gesetzgebungsmaßnahmen mehr oder minder verstaatlicht worden ist und einige private Eigentümer sind noch drin und ziehen daraus quasi kapitalanlagetechnische Vorteile. Das heißt also, sie sind nah am System, sie ziehen allerdings auch viele Informationsvorteile daraus. Also es gibt hier eine vielgescholtene finanzoligarchische Struktur, die spielt eine Rolle. Aber die hat weniger was mit der Wurzel im privaten Eigentum der Zentralbank zu tun. Das Problem ist vielmehr, dass wir hier eine monopolistische Struktur vorliegen haben. Früher war es so, bevor es die Zentralbanken gab, dass die Banken das Geld ausgegeben haben und der Staat sich darauf beschränkt hat, das Geld zu normieren. Das bedeutet, der amerikanische Staat hat gesagt, ein Dollar hat so und so viel Gramm Gold und dann jede Bank kann dann entsprechend Banknoten machen und auf ihre Banknoten draufschreiben, dass sie für diese Banknote so und so viel Gramm Gold verspricht. Das ist im Prinzip ja nur ein Hinterlegungszertifikat. Ja? Und im Goldstandard ist das relativ leicht. Das führt zum Wettbewerb. Das führt dazu, dass Banken, die zum Beispiel unehrlich sind, wenn das Gold gar nicht vorhanden ist, was sie da versprechen, dass sie hätten, dass sie dann ausscheiden, weil die Pleite machen, weil das Vertrauen weggeht. Das führt dazu, dass die Banken nicht machen können, was sie wollen. Aber wenn sie das in ein Monopol überführen, dann nehmen Sie die Macht, die die Märkte normalerweise dem Konsumenten geben, weg und übertragen die ganze Macht auf den Anbieter. Ja, Monopole sind immer schlecht für den Konsumenten und toll für den Anbieter und so ist es auch beim Geldmonopol. Und das eigentliche Kernproblem der Fed ist, dass sie dieses Geldmonopol hat und jetzt kommt diese oligarchische Struktur noch oben drüber. Die hat, wie gesagt, weniger was mit der aktuellen Eigentümersituation zu tun, sondern die hat was mit der Nähe der Player zu tun. Es ist so, dass aus den gleichen Kreisen, aus denen sich die großen Finanzinstitute in New York und so weiter rekrutieren, rekrutiert die Fed eben auch ihr Spitzenpersonal. Und dann gibt es zwischen diesen zwei Enden gibt es noch einen dritten Player, also es ist quasi ein Dreieck, nämlich die Politik in Amerika. Das heißt, wir haben hier ein Dreieck zwischen Zentralbank, Politik und Finanzoligarchie. Und dieses Dreieck ist schädlich. Und zwar deswegen, weil es dafür sorgt, dass ein kleiner Teil der Finanzinstitute immer mit besseren Informationen versorgt ist, immer mehr Einfluss auf die Geldpolitik nehmen kann als andere, immer einen Informationsvorsprung hat, immer besser versorgt wird mit Zentralbankkrediten und damit systematisch Wettbewerbsverzerrungen entstehen, die zu Umverteilungseffekten zugunsten dieser Institute führen. Und das kann in einer Marktwirtschaft auf Dauer nicht gut sein. Denn wenn ich jemandem was gebe auf diesem Wege, dann muss ich es jemand anderem wegnehmen. Und dieses Wegnehmen findet in der Geldpolitik auch statt. Wie findet es statt? Es findet beispielsweise dadurch statt, dass die Zentralbank fehlgeschlagene Spekulationen an den Finanzmärkten immer rettet. Jedes Mal, wenn es am Finanzmarkt zum Knall kommt, öffnet sie die Geldschleusen und rettet denen, die eigentlich falsch spekuliert haben, den goldgepuderten Hintern. Und diese Rettung, die bedeutet, dass die Spekulation ihren Sinn verliert. Denn Spekulation soll ja eigentlich so sein, wer richtig spekuliert und auf das richtige Pferd setzt, der soll gewinnen, weil er ja dem Markt die richtigen Signale gegeben hat
Und wer sich fehlspekuliert oder sich verspekuliert hat, der soll verlieren und Geld verlieren und aus dem Markt ausscheiden, weil er offensichtlich dem Markt die falschen Signale geliefert hat, was darin liegt, dass er falsch analysiert hat. Ja? Und wenn die Zentralbank die rettet, die falsch analysiert haben, dann entzieht sie dem Markt systematisch Informationen. Der Markt ist aber unser wichtigster Informationsgenerator in einer Marktwirtschaft, überhaupt in der Wirtschaft. An anderen haben wir eigentlich gar nicht, weil der Markt diese Informationen über die Preisbildung erzeugt und uns allen dann zur Verfügung stellt für die besten Entscheidungen im Leben. Wenn wir das systematisch verzerren, dann wird das nichts. Und dann dient natürlich die Zentralbank nicht nur der Finanzoligarchie, sondern sie dient gleichzeitig in nicht geringerem Umfang der Politik, die die Zentralbank dazu benutzt, die Gießkannengeschenke, die sie über dem Wahlvolk ausgießt, zu finanzieren. Und dieses, was natürlich das Wahlvolk nicht weiß, ist, dass am Ende das Wahlvolk die Geschenke an sich selbst selber finanziert und dass gar nicht alles ankommt, was sie selber finanzieren, sondern dass auf dem Wege dahin korrupt abgegriffen wird durch die Politik. Aber das merken die Leute ja nicht. Das heißt also, wir haben zwei mächtige Parteien, die Finanzoligarchie und die Politik im Staatswesen, die beide ein Interesse am Geldmonopol der Fed haben. Und deswegen geht es schief. Und das ist in Amerika nur deswegen relativ lange gut gegangen, weil A, hatte Amerika bis 1971 den Goldstandard, als Nixon ihn aufgehoben hat. Und B, gab es dann in der Zwischenzeit etliche Zentralbankpräsidenten in der Fed, die sich dem entgegengestemmt haben aus marktwirtschaftlicher Überzeugung, die den Prozess der Erosion verlangsamt haben. Eine solche Sache hat zum Beispiel in Europa im Gegensatz dazu nie stattgefunden. In der EZB haben wir von Anfang an eine Klasse gehabt von Verantwortlichen, die von Tag 1 an die Politik finanziert haben und die Märkte, die Kapitalmärkte finanziert haben mit den Mitteln der Zentralbank. Und zwar ohne irgendwie Punkt und Komma und ohne irgendwie Einhalten oder Rückspiegel schauen oder nachdenken. Ja, deswegen ist bei uns das Problem sehr viel schneller erodiert. Ja. Das erkennen Sie daran, dass, obwohl Amerika auch in der Gelddruckorgie ist, das Verhältnis von Zentralbankgeld zu Bruttosozialprodukt in Amerika nur bei 37% liegt. Und bei uns aktuell liegt es, ich glaube, so knapp Richtung zwischen 60% und 70%. Ja? Das heißt, wir haben doppelt so viel Zentralbankgeld gedruckt in nur 20 Jahren, wie die Fed in 120 Jahren, ja? Relativ zum Bruttosozialprodukt. Das muss man sich auch mal geben. Das heißt, und das, obwohl die EZB ja angeblich überhaupt keine privaten Eigner hat, was auch nicht stimmt übrigens, by the way. Es gibt in Europa mehrere nationale Zentralbanken, unter anderem beispielsweise die Bank von Griechenland, die haben private Aktionäre. Die Bank von Griechenland ist eine Aktiengesellschaft und wenn die Gewinn macht, dann schüttet sie Gewinn an die Aktionäre aus. Wenn sie einen Verlust macht, wird es mit gedrucktem Geld ausgeglichen. Ja, so ist es in einigen anderen europäischen Ländern auch, aber das ist nur eben auch ein Relikt. Es ist nicht der Treiber der fehlgeleiteten Politik. Ist ja relativ offensichtlich auch, wenn man beispielsweise Mario Draghi nennt als ehemaligen Goldman Sachs Manager. Wie beurteilen Sie derartige Verstrickungen? Da reicht ja der US-amerikanische Arm auch direkt nach Europa. Ich sag mal so, man kann natürlich nicht hergehen und sagen, jeder, der mal bei Goldman gearbeitet hat, der darf irgendwie keine verantwortungsvolle Position mehr im Finanzwesen oder in einer Zentralbank übernehmen. Da würde man sich im Prinzip ins eigene Knie schießen. Ja? Es ist nun mal so, dass Goldman ist ein so gutes Unternehmen, dass es begabte Menschen anzieht. Und begabt ist Herr Draghi ganz eindeutig. Da werden wir uns nicht drüber streiten müssen. Die Frage ist, wessen Interessen er vertritt. Und die zweite Frage ist natürlich, wie man einem solchen Interessenkonflikt entgegenwirkt. Ja, man kann so einem Interessenkonflikt entgegenwirken, indem man entsprechend die Bindungen abschneidet an frühere Tätigkeiten oder man kann sie weiter gewähren lassen, indem der Alumnus eines Unternehmens gerade dieses Unternehmen mit Beratungs- und Umsetzungsaufträgen bei Kapitalmarktinterventionen beauftragt. Das ist die Spannweite, die man da hat. Ja, und wenn man sich anschaut, wer die Hauptakteure sind, beispielsweise bei der Griechenlandrettung, beispielsweise bei den Offenmarktoperationen der Zentralbank in Europa, wie auch in Amerika, dann sieht man eben, dass diese Chinese Walls ja nicht gerade richtige Chinese Walls sind. Das sind mehr so Chinese Wallpaper. Ja? Lassen Sie uns über den Zins sprechen. Also der Name sagt ja schon, Zentralbank, der wird also zentralistisch festgelegt. Dann ist natürlich auch Manipulation, dem ist Tür und Tor geöffnet. Und Sie haben es angesprochen, das Thema Preissignal findet da überhaupt nicht statt. Das heißt, da haben wir keinen Markt,
sondern rein eine zentralistische Festlegung. Wie beurteilen oder wie würden Sie es vor allen Dingen auch anders machen? Also zunächst mal ist es so, dass in dem Moment, wo man eine Zentralbank hat mit Geldschöpfungsmonopol, gibt man ja automatisch die Macht, den Zins zu manipulieren. Der Zins ist aber der wichtigste Preis einer Volkswirtschaft, der sich durch Kapitalnachfrage und Kapitalangebot bilden sollte. Und die Kapitalkosten, wenn die verzerrt werden, dann werden alle möglichen falschen Investitionsentscheidungen getroffen. Wenn die Kapitalkosten höher sind, als sie im Markt sich gebildet hätten, was bei einem Zentralbankmonopol nie der Fall ist, weil die Zentralbank immer an niedrigeren Zinsen interessiert ist. Aber wenn es so wäre, dann würden wichtige Investitionen unterdrückt. Und wenn es niedriger ist als der Kapitalmarktzins, dann werden sinnlose Investitionen ermutigt. Das ist im Grunde genommen ganz, ganz schlicht und einfach. Die Zentralbank selbst manipuliert den Zins, aber ohne dass sie weiß, wo der Gleichgewichtszins im Markt sich denn gebildet hätte, wenn sie den Markt hätte gewähren lassen. Und umso länger sie das tut, umso weiter entfernt sie sich in ihrer Beobachtung und in ihrer Fähigkeit, die Dinge zu durchschauen, von der marktlichen Realität. Und zwar deswegen, weil die Verzerrungen, die sie in den Markt einführen, sich fortpflanzen, zu Fehlallokationen führen, zu Fehlstrukturen führen und dann sich in der Dynamik zwischen Märkten und Zentralbank neue Phänomene herausbilden, die alle nur getriggert sind durch die Manipulation, die Zentralbank aber für Marktgeschehen hält. Und dieses Marktgeschehen ist schon lange kein Marktgeschehen mehr. Ja, wer glaubt, dass es ein Marktergebnis denkbar ist, dass Italien für sein, also dass das im Grunde genommen ein Land ist, das pleite ist nach allen Regeln der Kunst, ja, für seine Anleihen weniger Zinsen zahlen muss als der amerikanische Staat für die seinen, dem ist nicht mehr zu helfen. Ja. Das ist natürlich das direkte Ergebnis von reiner Manipulation. Der Markt hat hier keinerlei Einfluss mehr auf das Ergebnis. Das Ergebnis dieser Manipulation ist, dass alle Arten von falschen Signalen in die Märkte gegeben werden und jede Investitionsentscheidung, die einer Zinsopportunitätskostenrechnung unterliegt, und das heißt im Prinzip 100% aller Investitionsentscheidungen, werden dadurch verzerrt und falsch. Und damit werden die Fehlallokationen des Kapitals immer nur größer und immer nur größer, so lange, bis sich der Krebs unter der Oberfläche seinen Weg nach oben bahnt. Wenn man ihn dann sehen kann, dann ist es zu spät. Also der breiten Masse können wir ja zusammenfassend sagen, würde es helfen, wenn man die Zentralbanken abschaffen würde, wenn man dieses Zwangsmonopol abschaffen würde und wenn man vor allen Dingen einen Wettbewerb ums beste Geldsystem eröffnen würde. Also ich bin der Auffassung, dass es im Prinzip zwei Maßnahmen erfordert, um ein gutes Geldsystem zu haben. Das erste ist, wenn es eine staatliche Zentralbank gibt, dann darf sie kein Monopol haben und sie muss einem Goldstandard folgen. Und das zweite ist, da sie kein Monopol hat, muss sie dem Wettbewerb ausgesetzt sein. Das heißt, es muss privaten Initiativen die Möglichkeit gegeben werden, eigene Zentralbanken, eigenes Geld zu gründen und zu etablieren. Und im Markt wird sich dann das beste Geld durchsetzen. Wenn die Zentralbank das beste Geld zur Verfügung stellt, dann wird es dieses Geld sein. Wenn sie das nicht tun wird, dann wird sich ein privater Anbieter durchsetzen mit seinem Geld. Und das ist auch gut so. Und zwar deswegen, weil das Bessere der Feind des Guten ist und das Gute der Feind des Schlechten. Also die Marktkräfte wirken ganz automatisch und in einem solchen System werden sich automatisch auch die Zinsen einstellen, die sich aus der realen Knappheit des Kapitals ergeben und nicht aus der vorgegaukelten Nicht-Knappheit des Kapitals, die durch Gelddrucken ermöglicht wird. Ja, herzlichen Dank. Das war ein super Schlusswort. Herzlichen Dank nach Frankfurt. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Wir setzen uns ganz klar ein für Wettbewerb. Wir sind gegen Zwangsmonopole. Dementsprechend befürworten wir einen Wettbewerb ums Geld. Wenn Sie uns da in unseren Bemühungen unterstützen möchten, dann werden Sie bitte Mitglied. Teilen Sie gerade dieses Video, ein sehr, sehr wichtiges. Der Mitgliedsantrag wie immer unter dem Video und kommentieren Sie fleißig unser Video, teilen Sie es in der Welt und herzlichen Dank nochmal nach Frankfurt, herzlichen Dank an Sie und bleiben Sie treu, bleiben Sie positiv und motiviert, die Welt zu einem etwas Besseren zu verändern. Herzlichen Dank. Ich habe auch zu danken. Wiederschauen. Wiederschauen.